Hi Leute und willkommen hier beim Beatnut zu diesem außerplanmäßigen Stream. Ich habe noch ein bisschen Zeit und ich dachte, ey, ich wollte sowieso ein bisschen was aus Samples bauen. Also ziehen wir das durch und bauen es gleich. So, wie immer fangen wir an mit einem komplett leeren Programm. Ich sehe hier auch, das Bild ist leer. Oh, oh, oh. Was ist da passiert? Ich glaube, ich muss mal wieder runtergehen, so wie ich es letztes Mal gemacht habe. Und ich muss mal wieder das neu starten. Ja, ich muss das nächste Mal echt davor testen, weil manchmal ist das Modul... Ja, jetzt haben wir es. Naja, das Modul ist manchmal ein bisschen nicht so lauffähig und deswegen muss ich mal runter und das wieder neu einstöpseln. Und dann geht das alles hier. So, jetzt haben wir es auch ein bisschen größer für euch, damit ihr alles seht. Okay, was wollen wir heute machen? Das Projekt heißt Full Seven. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache einfach irgendwelche Namen, die mir gerade einfallen. Wir haben wieder hier meine Vorlage, die ich vor Ewigkeiten mal gebaut habe. Eigentlich könnte ich hier sogar was umswitchen, und zwar Voice Tag, dass ich auch mal weiß, was das ist. Und ja... Wir gucken uns heute ein paar Samples an, weil mich haben doch immer wieder ein paar Leute gefragt. Auch wieder Lasse, geile Idee wieder gehabt. So, ich habe noch nie mit Samples gearbeitet. Ja, ich spiele alles selbst ein. Habe ich früher auch gemacht. Ich spiele tatsächlich auch immer wieder selbst vieles ein. Aber mit Samples arbeiten ist doch schon ziemlich geil, weil ich kann keine Geige, ich kann keine Bratsche und. Ich kann kein Klavier, also ganz viele Sachen, die ich gerne drin hätte. Aber wenn ich es nicht selbst kann, dann wird es problematisch. Also werden wir ein bisschen was damit machen. Ich habe mir hier schon was ausgesucht, das heißt, wir bauen uns schon mal, weiß nicht, sagen wir mal, 5 Audiospuren. Die packe ich jetzt mal, packe ich mal ganz runter. Ich packe die mal ganz runter. So, und jetzt will ich eigentlich die Samples, die ich mir vorbereitet habe, hier bei Splice. So, warum? All Downloads. Und ich glaube, das waren ungefähr... Ich glaube, die 3 hier, das sind so ein bisschen jazzmäßige Samples, die packe ich jetzt mal hier rein. Ich habe gar keine Ahnung, in was für einer Schnelligkeit die Viecher sind. So, erstmal runterladen. Das steht hier aber, also 90, 110, wird ein bisschen tricky, weil wir sind bei 55. Ich überlege gerade, ob wir auf 90 hochgehen, wenn wir sowieso mit den Dingern hier arbeiten. Können wir eigentlich machen. Ja, warum nicht? Wir gehen mal hier auf 90 hoch. Dann müssen wir mal gucken, ob es trappig bleibt. Bin ich mir nicht 100% sicher. Das 110er, da haben wir gleich Probleme mit. Aber ist egal. Ich werde erstmal diese ganzen Sachen hier von Splice, habe ich mir wieder von Splice geladen, mal reinziehen. Und ja, ich habe selbst, bin ich gar nicht so der Sample-Bearbeiter. Aber ich finde es doch schon cool, dass es bringt eine ganze Menge. Wobei ich immer versuche, die Samples dann so umzuändern, dass man wirklich nicht mehr merkt, woher die kommen. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, was sich wahrscheinlich jeder fragt, so, naja, wenn jeder die Samples benutzen kann, dann könnte doch zweimal der gleiche Track klingen. Ja, könnte auch so sein. Das bedeutet, ich will hier die Samples so weit bearbeiten, dass kein Mensch mehr raushört, dass das mal JH290 Drum Loop und so weiter war. Wir hören mal kurz rein, was das ist. Okay, das ist ein Drum-Sample. Wusste ich gar nicht, dass ich reingeladen habe, aber ist ganz cool. Können wir später gebrauchen. Wir hören uns mal das richtige Sample an. Okay, ganz cool. Wir hören uns nochmal ganz kurz das an, ob man vielleicht damit arbeitet. Okay, wir machen es mal so. Das gefällt mir auch ganz gut. Und G-Minor oder G-Moll ist zu Fis-Moll ja nicht so weit weg. Das heißt, wir können ohne Probleme das runter oder das hoch. Wobei ich fast dafür bin, dass wir im G bleiben, weil ich finde, die 808 hört sich im G ein bisschen geiler an als im Fis. Müssen wir gleich nochmal gucken. Das bedeutet, wir werden uns das erstmal hier mit unserem Flex-Tool-Pitch rhythmisch angleichen. Ja, das bedeutet, so viel ist es nicht.
So, und jetzt müsste es eigentlich auch schon passen. Wir machen mal einen Klick an. Okay, passt mal gar nicht. Warte, jetzt muss ich selbst mal gucken. Also, wir haben ja 110. Wir machen es mal so. Wobei ich nicht weiß, wie... Na ja, wir gucken mal. Ja, klingt trotzdem komisch, aber wir machen es mal doppelt so langsam. Vielleicht klingt das ein bisschen cooler. Okay. Finde ich gar nicht so schlecht. Also es ist wirklich sehr hart in Bezug auf den Beat. Aber wer weiß, ich lasse es mal hier. Das heißt, ich will damit auf jeden Fall arbeiten. Aber wir werden uns jetzt mal dem hier annehmen und wir werden das hier mal gleich hochpitchen. Und zwar, was habe ich gesagt? Wir müssen eins hoch. Genau, wir wollen es ins G. Ach so, habe ich vergessen. Das kriegen wir hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht irgendjemand von euch das weiß, ob man hier auch noch die Position... Ah, doch, geht auch. Okay. So, das heißt, jetzt müsste das eigentlich passen. Wir gucken mal kurz. Ja, passt. Klingt ein bisschen kaputt, aber ist vollkommen in Ordnung. So, das heißt praktisch, das haben wir jetzt in in G minor. Passt absolut. Okay, was man jetzt machen kann, ist entweder man macht hier Halftime, wobei hier Halftime wird wahrscheinlich echt schnarchend langsam sein. Was noch eine Idee ist, dass ich mir praktisch hier das Ganze zerschneide. Normalerweise würde ich es mir auf den Sampler legen und dann einfach ein bisschen rumtüteln und rumspielen. Ich mache es mal ein bisschen anders. Und zwar schneide ich das mal von Hand aus, sonst müsste ich das hier auf den Sampler packen. Und darauf habe ich jetzt keine Lust. So, wir hören nochmal rein. Okay, was man machen kann, ist, man schneidet das Ding gleichmäßig. Ja, also das mache ich ganz oft im EDM-Bereich, das heißt, ich schneide es gleichmäßig. Hier kann es sein, dass wir doch ein bisschen gucken müssen, dass wir diese Flöte oder die Tröte, die da ist, nicht zu extrem zerschneiden, weil sonst wird es ein bisschen komisch. Dann habe ich noch eine Idee, dass wir das Ganze vielleicht sogar einen Ganzton runter pitchen. Also ich habe sowieso ein paar coole Ideen, das heißt, ich werde mir das gleich mal als Backup nochmal sichern. Und jetzt geht es darum, aus diesem Loop irgendwas Geiles zu bauen. Ja, wir werden mal gucken. Ich habe ein paar kleine Ideen, wie gesagt. Wir schauen mal. Also jetzt habe ich das erstmal zerschnitten. Sehr grob erstmal. Das praktisch packe ich mir mal hier runter, falls ich noch damit arbeiten will. So, das geht weg. Das Ganze, jetzt bin ich gerade überlegen, nee, wir packen das mal hier hin. Den machen wir ganz runter. So, okay, wir hören erstmal rein, nochmal. Ja, vielleicht. Ja, das finde ich ganz cool, das gefällt mir. Dann hören wir nochmal hier rein. Ja, vielleicht die drei finde ich auch gar nicht mal so schlecht an der Position. Ja, das klingt. Ja, vielleicht sogar. Hören wir mal weiter rein. Ja, das könnten wir nehmen. Den finde ich ganz cool. Wobei ich glaube, hier müssten wir hier abschneiden. Gucken wir mal, wie es klingt. Ja, kann man so nehmen erstmal. Vielleicht sogar bei dem die zweite Hälfte. So. Ja, und dann zwei Parts würde ich gerne noch hier reinbringen. Wir gucken mal, ob
das sich irgendwie hier cool anhört. Okay, dann das Ganze mal hier hin. Ja, klingt mega abgefahren. Also wir werden mal gucken, ob wir daraus was machen können. Was ziemlich cool ist, man kann halt sehr viel effektieren. Und durch diese Effekte kriegt man eigentlich schon einiges hin. Kann auch sein, dass kompletter Müll wird. Aber ich will trotzdem im Kopf haben, diese Idee, von der ich euch erzählt habe, dass man sagt, ey, ich mache den Beat so lange, bis der geil klingt. Und irgendwann wird der geil klingen. Okay, das Erste, was ich hier machen will, ist mit dem EQ erstmal hier die Tiefen raushauen, weil die brauche ich nicht. Da hole ich mir gleich die 808. Also es kann wirklich schon in dieser Art hier... Ja, klingt ein bisschen sehr abgefahren. Machen wir hier ein bisschen mehr. Vielleicht würde ich fast sogar den Drip gleich reinhauen. Ja, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, den Drip hier drüber zu knallen. Dann würde ich gerne das Ganze nochmal einen Ganzton runterhauen. Mal sehen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Jetzt würde ich doch gern hier... Ja, passt. Und ich knall einfach mal den Drip drüber. Mal sehen, was der sagt. Ich weiß nur nicht, ob ich hier Lo-Fi reinhaue, weil es könnte sein, dass er ein bisschen zu krass ist. Wir checken das mal aus. Also wir nehmen erstmal das Lo-Fi Preset. Ja, ist zu krass, das merke ich jetzt schon. Ja? Ja. Ja, finde ich ganz geil. Dann will ich doch noch ein bisschen die Spitzen rausholen. Das heißt, ich hole mir den Saturn und versuche mal hier noch ein bisschen was rauszuholen. Ja? Wie gesagt, hier ist eine abgefahrene Stelle, aber vielleicht ist genau das, was dann vielleicht was Geiles bringt. Okay, wir holen uns erstmal gleich die 808 rein. Wir sind in G. Das bedeutet, was könnten wir machen? Ich überlege gerade, ob ich was reinzeichne. Ich zeige euch mal einen kleinen Trick, den man machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel ich könnte jetzt natürlich ins Internet gehen und mir einfach die ganzen Akkorde rausholen. Das wäre auch gar kein Problem. Aber was man noch machen kann, ist, dass man sich... dann müssen wir es doch anders machen. Lasst mich das ganz kurz anders machen. Wir machen es mal mit dem Klavier. Okay, das heißt, wir holen uns hier mal irgendein Klavier. Ich würde gerne das Noir, aber wahrscheinlich geht das hier nicht, weil... Ja, weil wir sind im Kontakt 5. Das muss ich auch mal in meinem Preset ändern. Wir müssen natürlich in den Kontakt Player 6 rein. Aber ich will trotzdem das Klavier hier haben. Okay. So, dann holen wir uns das Noir-Piano. Wie immer. Erstmal ganz, ganz trocken, so wie es einfach ist. Mehr brauchen wir dafür nicht. Ja. Ja, passt. Okay, was man machen kann ist, also wie gesagt, es gibt auch eine Milliarde Chord-Packs. Könnte man eigentlich auch nehmen. Aber ich will es mal einmal harmonisch machen, damit man es zumindest einmal gesehen hat. Okay. Und zwar, was es für eine Möglichkeit gibt, eine Idee, wenn ich jetzt gar nicht so viel Ahnung habe, dann zeichne ich erstmal die C-Dur-Tonleiter rein. Ja, also, weiß ich irgendwie vielleicht so. So, ich habe hier mein C, machen wir mal volle Velocity. Jetzt habe ich mein C-Dur. Ja, das mache ich natürlich hier aus. So, mein C-Dur.
Und jetzt praktisch packe ich, ein paar Sachen muss ich gleich nochmal ändern. So, dann kommt das C, D-Dur, E-Dur, Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll und B vermindert und dann kommt wieder das C. So, und jetzt müsste ich eigentlich nur die Noten, die jetzt hier nicht passen, die auf schwarzen Tasten sind, nur runterziehen. Das ist ja nicht bei allen so. Mal gucken. Ja. So. Und die kommt so. Das ist der Vermittel. So, jetzt habe ich die C-Dur-Tonleiter. So, und damit wir alles haben, baller ich auch nochmal hier ins C-Dur rein. So, jetzt habe ich die komplette C-Dur-Tonleiter. Werden wir auch nochmal demnächst besprechen, wie das funktioniert. Und jetzt kann ich das Ganze hier nehmen und einfach aufs D rüberhauen. Aufs G, sorry. So, und jetzt habe ich G-Dur. So, aber, und jetzt kommt's, ich habe ja vollkommen vergessen, wir sind in G-Moll. Das bedeutet, gar kein Problem, ich muss nur wissen, ich mache es jetzt nochmal zurück, ich gehe nochmal hier zurück aufs C-Dur. So, die Parallele ist das A-Moll, das hier. Das heißt, ich nehme das Ganze und packe das A aufs G. So, und jetzt habe ich As-Dur und G, G-Moll. Ja, also wie gesagt, man kann ohne Probleme die parallele Mollart sich einfach, also es sind einfach entweder zwei nach hinten, wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich hier den Grundton habe, dann gehe ich zwei Akkorde nach hinten und das ist mein Moll. Fertig. So, und jetzt mit diesem Wissen kann ich jetzt wieder meine Spur hier anmachen und ich mache mal jetzt das so hier hin. Und jetzt kann ich überlegen, was für Akkorde ich hier reinnehme. Also praktisch einfach mal gucken, so was würde passen. So, wir fangen mal, also wir sind ja in G-Moll. Das heißt, warum fangen wir nicht einfach mit G an? Ja, nehmen wir das so. Ich muss überlegen, wie ich es am besten mache mit den Akkorden. Ne, ich mache es mal anders. Und zwar schiebe ich mir das Ganze hier rüber. Ist ein bisschen einfacher. Dann kann ich mir die Akkorde einfach hier rüber nehmen. So. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt viel, viel leichtere Möglichkeiten, das zu machen, aber ich wollte es mal ein bisschen ausführlicher machen. Ansonsten hätte ich mir auch einfach auch ein Chordpack oder den Captain holen können. Vollkommen egal. So, den nehmen wir uns hier nach vorne. So, machen wir mal ganz taktisch. Halbtaktisch, war ich gerade. Nehmen wir mal den hier. Ja, die sind ein bisschen sehr weit auseinander. Das heißt, die hier packe ich nach oben. So. Sieht auch ganz gut aus. Ja. Nehmen wir mal. So, jetzt habe ich wieder das Problem, dass das ein bisschen zu weit ist. So, das heißt, packe ich mir mal hier hin. Ah, meine Maus spinnt schon wieder rum. Ja, die geile Magic Maus. Das Trackpad. Ja, ich würde es lieben, wenn es denn funktionieren würde. Aber das tut es nicht. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch... So muss das natürlich sein, sonst haben wir ein Problem. Also. So. Irgendwas mag mich heute nicht. Irgendetwas mag mich nicht. So, jetzt aber. Okay. So, dann nehmen wir uns mal, also wir hören kurz mal nur in die Akkordfolge rein. Wie gesagt, vielleicht kann ich das nochmal nachher verändern. Ja, obwohl, der klingt ein bisschen zu böse. Was haben wir denn hier? Nehmen wir uns mal... Ja, den finde ich ganz gut. Auch hier würde ich das D hier nach oben packen. Ja, das finde ich geil. Bisschen dramatisch. Jetzt würde ich gerne einen offenen, durigen Akkord haben, weil wir sind sehr traurig. Kurz mal hochleben lassen, das Ganze.
Vielleicht sogar als Sus-Akkord. Gucken wir gleich mal. Wir gucken mal, ob das Ass hier passt. Ja. Könnte passen. Das ist zu nah an dem Ganzen. Das bedeutet... überlegen, was für einen Dur-Akkord nehmen wir noch? Was haben wir hier? Probieren wir mal den hier. Ja, der ist perfekt. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal runter geht. Perfekt, das ist er. Okay, wir haben unsere Akkordsektion. Jetzt muss ich überlegen, haben wir die nochmal kopiert? Nee, haben wir nicht. Egal. Das heißt, praktisch, das packe ich mir hier hinten hin, weil ich will später vielleicht nochmal ein paar Akkorde von hier mir rüber kopieren oder zumindest ein bisschen was. Okay, dann brauche ich das nicht mehr. So, das ist jetzt unsere Akkordline. Und zwar haben wir... Irgendwas will heute nicht. Irgendetwas will heute nicht. Aber egal. Kein Problem. Machen wir es auf die alte Art. Und zwar ganz genau. So. Okay. So. Das klingt ganz gut. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht die hier nochmal hoch machen. Schauen wir mal rein, wie das klingt. Hier könnte ich mir einen Übergang vorstellen. Und zwar ist die Frage, ich glaube, den baue ich jetzt selbst. Und zwar an der Stelle, wir gucken mal. Nee, das ist alles ein bisschen... Oder wir nehmen nochmal den, nur mit einer Sus. Guck mal. Na. Ja, reicht mir erstmal. Reicht mir erstmal. Ich habe noch eine andere Idee im Gehör, aber ich will jetzt... erstmal eigentlich hier gucken, ob meine Loops hier funktionieren mit dem Ganzen. So, das heißt jetzt praktisch, ich habe in G-Moll eine Akkordfolge gebaut, die mir ganz gut gefällt. Ist noch nicht viel da, also Rhythmus ist jetzt auch nicht unbedingt da. Aber klingt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir gucken, was wir damit machen. Ja, wir lassen es erstmal so, ich habe es ja runtergepitcht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht sogar wieder hochpitchen, aber wir hören mal rein. Nee, klingt irgendwie nicht geil. Klingt irgendwie nicht so wirklich geil. Wir probieren es mal damit. Was ist, wenn wir das Ganze hier reinnehmen? Dann müssen wir natürlich auch ein bisschen hier im EQ arbeiten, weil die Bässe brauchen wir eigentlich nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir gucken mal, wie es bis zum Ende geht. Das heißt praktisch von dem, vielleicht nehmen wir da auch noch was. Wir schauen mal, aber ich will erstmal den hier nehmen. Und zwar gucken wir mal, wie der zweite Part klingt. Das finde ich schon mal viel, viel ansprechender.
Wir schneiden uns aber hier ein bisschen was weg. Das kann, brauchen wir nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das hier an den Anfang packen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, nehmen wir das mal hier rüber. Weil vielleicht müssen wir das hier... Ja, ich glaube, das müssen wir doch genauer an den Anfang setzen, sonst klingt es ein bisschen komisch. Das machen wir so. Aber ich finde, die Farbe hier von dem Akkord klingt ganz geil. Ja. Gucken wir mal hier. Ja, und die würde ich, ich mag zwar dieses nach hinten gezogene Geschleppte, aber das passt hier nicht so richtig rein. Das bedeutet, ich will das doch sehr, sehr genau haben. Ja, passt. Okay, das gefällt mir ganz gut. Hauen wir mal erstmal den Rest hier weg. Den brauchen wir nicht. Dann werden wir das Ganze eben ein bisschen gleich verändern. Nochmal mit ein paar Sachen. Hiervon werde ich mir auf jeden Fall nochmal später was rausnehmen. Und zwar für ein paar Parts, vielleicht für eine Strophe oder sowas. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Okay, Lisa, das Klavier bleibt sowieso nicht da. Also keine Sorge, das wird nicht so bleiben. Das heißt, als nächstes würde ich gerne die 808 bauen. Und dann natürlich den Beat so ein bisschen, so langsam schon reinholen. Okay. Dann holen wir uns erstmal Database, ne, Files war das, und zwar irgendein cool, ja, welche nehme ich gerne, Weird Up war das, glaube ich, ne, Old Dog Bark, ne, Mars Tape war es, glaube ich, ja. Okay, wie gesagt, ich könnte es einspielen, aber natürlich mache ich es nicht. Ich hole mir hier mein Klavier. Und werde hier was bauen. Und zwar, wir gucken mal. Jetzt muss ich das alles ein bisschen leiser machen. Fällt mir hier ein, weil sonst wird es doch ein bisschen zu laut. Ja, perfekt. So, und der erste Ton klingt schon ziemlich geil. Hier schon mal ein bisschen Gleitmittel. Ja, geil. Jetzt kommt es langsam. Jetzt gefällt es mir. Ja. Dann haben wir. Hallo. Vielleicht eine Oktave. Das machen wir aber weg, das brauchen wir erstmal eh nicht. Das heißt, ich will ja eine coole, eine ganz geile Line hier. Oh, der ist schon sehr tief. Ah, ich könnte mir vorstellen. Ich hab's gleich. Ja. Hm.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber hier. Ja, ich glaube, die Line gefällt mir schon mal ganz gut. Nochmal. Der gefällt mir gar nicht hier gerade, merke ich. Also, nochmal von Anfang. Der ist gar nicht mal so schlecht. Okay, gucken wir mal. Es war zwar ein Versehen, aber geil. Okay, also ganz ehrlich, klingt doch gar nicht mal so schlecht. Also langsam geht's nach vorne. So, was machen wir jetzt hier mit unseren Drums? Ich würde vorschlagen, dass wir heute mal etwas Neues ausprobieren. Also was heißt Neues ausprobieren? Lasst uns mal den Hip-Hop Maker nehmen. Oder Hip-Hop Creator. Das ist eine geile Idee, glaube ich. So, das bedeutet, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem der war. Ich glaube, beim 6er. Wir schauen gleich mal. So, Hip-Hop Creator, da ist er. Haben wir die richtige Version jetzt? Oder? Ne, passt. Okay. So, was wollen wir jetzt machen? Also, hier müssen wir Beat. So, wir bauen uns jetzt hier ein Beat raus. Und dann hoffentlich, wenn es funktioniert, das können wir erstmal ausmachen. Dann würde ich sagen, werden wir diesen ganzen Beat mit unseren eigenen Sounds unterlegen. Okay, ich lasse mal laufen. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, schon jetzt. Also. Ja, die Hi-Hat kann ein bisschen mehr Power haben. Ah, ist zu viel. Vielleicht eine andere. Ja, jetzt mir doch ein bisschen zu viel. Ja? Okay, weiter. Gucken wir mal. Snaps, es passt. Wir gucken mal, was wir hier haben. Hm? Ah, obwohl vielleicht ein bisschen. Nehmen wir mal, aber ich werde es später ausdünnen. Okay, wollen wir noch eine Kick reinbauen? Wir gucken mal. Okay, gefällt mir ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier rüber droppen können. Das bedeutet, ich glaube, es war so, dass wir jetzt einfach das MIDI hier, Drum MIDI rüber droppen können. Tempo nicht importieren.
Ja? Okay, perfekt. So. Und jetzt brauchen wir nur, jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich weiß gar nicht mehr, was war, ehrlich gesagt. Aber es ist vollkommen egal, das kriegen wir schon hin. Das bedeutet, wir müssen ja jetzt das Ganze hier rüber kopieren auf unsere einzelnen Parts. Ich kopiere einfach auf alles und müssen einfach das raus, packen, was nicht passt. Das bedeutet, erstmal kümmern wir uns um unsere Kick. Das heißt, die Kick wird wahrscheinlich, schätze ich mal, hier sein, hier unten auf der C1. Alles andere kann weg. Ja, das sieht gut aus. Machen wir die auch voll. Danach können wir noch eh mal ein bisschen angucken. So, und jetzt müssen wir natürlich unsere Battery füllen mit geilen Sounds. Ich würde sagen, wir checken mal wieder aus in unseren Samples, was wir da haben. Ich würde wieder, ich überlege gerade, MIDI-Gods oder nehmen wir unseren Simon Servida. Ich glaube, wir werden, ja, wir nehmen mal Simon. Ja, ich fand seine Kits ziemlich geil. Das heißt, jetzt müssen wir mal gucken. Kick, da ist sie. Gucken wir mal, was er hier Geiles hat. Ja, finde ich ganz geil. Ja, finde ich auch gut. Ich auch gar nicht mal so schlecht den Teddy. Okay, bleiben wir erstmal bei denen. Wir gucken mal, welcher am besten passt. Der ist schon ziemlich geil. Okay, dann würde ich sagen, mit Beat, aber ohne das hier. Okay, wir müssen nachher die Kick natürlich noch ein bisschen umändern und die auf die 808 schieben. Sonst wird es ein bisschen komisch. So, das war jetzt unsere. Jetzt ist die gute Frage. Wir hatten eine Clap und eine Snare. Jetzt wird es doch ein bisschen tricky. Wir schauen mal, wo die einzelnen Sachen sind, ob wir die hier sehen. Auf welchem. Weil eigentlich müsste man irgendwo sehen, auf welchem Kanal das Ganze ist. Aber ich kann das hier nicht sehen. Wobei, wir nehmen also Snare Loop. Das war der hinten. Das war die Trap Snare. Dann machen wir erstmal die Trap Snare. Warum nicht? Wir machen erstmal die. Nennen wir auch gleich mal Trap Snare. Trap Snare. So, und das war, wenn wir hier uns angucken, wo die ist. Die ist hier und hier und am Ende ein paar Mal. Das bedeutet, ich würde fast sagen, dass ich gar keine Ahnung habe, welche das ist, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, das hier. Oder, ja, das könnte es sein. Wobei vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir müssen es doch anders machen. Und zwar, wir machen das mal so, dass ich habe eine bessere Idee. Und zwar machen wir alles hier aus. Wir haben ja alles außer das, okay. So, wir machen hier alles aus. Und ich hoffe, es funktioniert, indem ich nur den Loop anmache und jetzt das dragge hier rein. Nicht importieren. Ja, geil. Okay, ich liebe dieses Programm. Also, na dann wird es sehr easy. Okay, dann holen wir uns die Trap Snare. Und zwar, schau mal, Rim Snares, genau, da sind sie. Ja, klingt schon geil. Klingt schon geil. Die Drive finde ich auch geil. Und die auch. Okay. Ich nehme meistens mal drei Stück, weil sonst wird es ein bisschen zu viel. Und ich will auch gar nicht zu lang hören. So, hören wir mal rein. Okay, die ist ganz gut. Hören wir mal nochmal die erste. Obwohl ich finde die eigentlich besser. Okay. Also, das passt. Dann holen wir uns die Claps rein. Hier waren die Claps. So, nicht importieren.
So, Claps, ja, ganz standardmäßig auf 2 und 4. Nehmen wir die auch auf die 1 hier runter. So, und holen uns jetzt auch noch mal ein paar geile Claps rein. So, mal gucken, habe ich das hier angemacht? Ah, okay. So, da sind wir. Und wir gehen mal in die Claps rein. Clap, 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 clap. Da sind sie. Gehen wir von unten. Ja, finde ich geil. Vielleicht für irgendein Part. Die sind auch ganz cool. Okay, die beiden reichen erstmal. Gucken wir mal mit dem. Ja, die Kick gefällt mir mega gut. Also die finde ich sehr, sehr geil. Okay, holen wir uns das Hi-Hat-Loop. Jetzt wird es interessant. Auch hier wieder schön runter auf die C1. Und hier, glaube ich, werden wir sowieso ein bisschen verschiedene Hi-Hats benutzen. Da bin ich mir fast schon sicher. Okay, gucken wir uns mal an, was Simon für uns an den Hi-Hats hat. Cymbals, glaube ich, waren es bei ihm. Ja. Die fand ich, glaube ich, ganz geil. Ja, die finde ich ganz cool. Die Late nehmen wir auch noch. Und die nehmen wir auch noch. Okay. Damit hätten wir unsere Hi-Hats. Okay. Dann kommen unsere Percussions. Was hatten wir denn hier? Das war's, glaube ich, oder? Perk 1, Perk, die hatten wir. Ja, genau. Das heißt, die holen wir uns hier rüber. Und dann haben wir eigentlich auch alles. Und hier können wir uns irgendeinen coolen Sound aussuchen. Ich würde sagen, probieren wir mal. Ich glaube, okay, hier sind sowieso schon mehrere Sounds. Das war's, glaube ich, auch schon von dem. Okay, das heißt, wir suchen uns hier zwei coole abgefahrene Sounds, die wir hier einfach mal benutzen können. Achso, ganz wichtig ist noch, natürlich, ich muss das erstmal hier runterschieben auf die C1. Machen wir das mal so. Da. Ja. Okay. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt holen wir uns die zwei coolen Sounds. Und zwar auf die C1 und auf das hier. Ich glaube, er hatte hier auch coole Percussion-Sachen drin. Genau. Oh, jetzt habe ich aus Versehen hier meinen Doom angemacht. Das finde ich geil. Ich brauche noch etwas Kurzes, ja. Das könnte es sein. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich glaube, den baue ich mir auch gleich rein. Ja. Okay, damit haben wir erstmal unsere ganzen Elemente. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das passt. Ganz schön viel. Wobei, ich glaube, vielleicht können wir das sogar lassen. Nur, ich überlege gerade, vielleicht das so zu machen. Und dann dünnen wir es natürlich gleich nochmal aus. Okay, so, dann habe ich noch eine Idee, und zwar diese Viecher hier, die werden wir gleich mal umändern, und zwar die Velocity, und zwar lassen wir diese schnellen Sachen hier ansteigen, weil sonst wird das nichts, und zwar die hier. So, was ist mit meiner Maus? Ah, ich hasse diese Maus. Leute, habt ihr vielleicht irgendeinen Tipp, wie man das Ding, ich weiß auch nicht, was da los ist, also die ist echt... ich glaube, entweder mein Bluetooth-Stick ist nicht in Ordnung. Manchmal funktioniert die echt gut und manchmal ist das hier, ja, jetzt zum Beispiel, alles als wäre nichts gewesen. Drecksding. Naja, okay, also so. Dann hier
Hier passt alles. Dann den hier. So. Und machen wir die restlichen hier auch. So. Ja, vielleicht die auch. Und zwar so. Die auch. Okay, ich weiß, es klingt jetzt gerade ein bisschen stressig, deswegen machen wir es mega leise und vielleicht ballern wir das so weit in den Hintergrund, dass man das gar nicht mehr hört. Aber wir hören jetzt kurz mal rein, bevor wir dann schon fast am Ende sind. Es ist auch schon wieder eine Stunde rum. Zeit auszuruhen. Okay, hören wir mal rein. Ja, die sind sehr stressig gerade. Okay, finde ich ganz geil. Das Klavier, ich weiß gar nicht, ob wir es noch behalten, aber wir hauen mal Drip drüber. Dann klingt es halt so ein bisschen wieder so drippig. Lo-Fi, das passt, ist mein Lieblingsding. Natürlich auch hier wieder ein bisschen bis 400 runter. Wo können wir es hochheben? Ja, hier so bei 3 bis 4 Kilohertz mag ich es immer beim Klavier. Hier wieder ein bisschen runter und das war's. Jetzt kommt. Ja, geil. Was man jetzt noch überlegen könnte, ist tatsächlich aus dem Ding hier, machen wir noch ganz kurz, und zwar so ein paar kleine Sachen, ich muss jetzt mal überlegen, was hatten wir denn hier nochmal, so ein paar kleine Elemente rauszuholen und sie immer mal wieder reinzubringen. Wir gucken mal, ob das passt, vielleicht so in die Lücken. Also hier wäre zum Beispiel eine Lücke. Okay, das passt mal gar nicht. Vielleicht hauen wir das Ding auch weg. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Aber ich finde das hier gar nicht mal so verkehrt. Also, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, wobei hier müssten wir was anderes machen. Also ganz ehrlich, ich glaube, vielleicht könnte man hier noch was zaubern. Und zwar auch hier müssten wir, glaube ich, so eine Art Lo-Fi-Drip machen. Vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Idee. Wir nehmen mal den Jay. Mein Lieblingsbandgerät auf mein Lieblingsprofile. Ja. Ich sag euch, es ist nicht das, aber irgendein Ding wird hier passen, dass man hier die ganze Zeit reinnehmen kann. Wir probieren es einfach alle aus, bis eins passt. Oh! Also, haben wir. Und den letzten finde ich auch ziemlich cool. Also, in der Richtung, den kann man natürlich auch nochmal später ein bisschen verändern. Okay, gucken wir mal. Okay, haben wir. Wir haben eine 808, die cool klingt. Wir haben Klavier, das ganz cool klingt. Vielleicht holen wir nachher die Particles rein. Wir haben hier das aus dem Ding unser Sample. Das brauchen wir nicht mehr. Und ich glaube, wir hatten ja noch das hier. Wisst ihr was? Ich will das nochmal ganz kurz reinbauen und gucken, ob das vielleicht sogar irgendwie... okay, hier haben wir... war gerade sehr erstaunt, warum es komisch klingt. Okay, das könnten wir theoretisch, machen wir mal an, den hier, das passt schon ganz gut.
Ich glaube, der Drip hatte ja auch irgendwas Geiles für Drums. Wobei ich finde den ganz geil, aber das Delay ist zu krass. Ja. Okay, gucken wir mal mit allem. Mal sehen, ob das ganz cool ist. Noch schwer zu sagen. Wir hören mal ganz kurz rein mit Kick und Snare und Claps. Ich glaube, ich finde die Sounds ganz geil. Ich glaube, wir müssen später ein bisschen was rausschneiden davon, weil sonst ist es einfach zu viel. Weil ich finde diese Zwischendinger hier. Ja, das hier gefällt mir nicht, weil das einfach zu viel ist. Das heißt, was wir machen könnten, ist vielleicht sogar nur das hier nehmen. Ja, ich glaube, das könnte sogar das Rätsels Lösung sein. Okay, gucken wir mal nochmal mit Kick, Snare und dem ganzen. Ja, hier beißt sich etwas mit dem Viech. Okay. Wir werden das nächste Mal nochmal zusammen zurechtcutten. Ich habe da eine ganz geile Idee, weil diese ganzen Schläge brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja die Clap, aber diese Zwischensachen sind eigentlich ziemlich cool. Okay, also ich glaube, wir haben mal wieder eine ganze Menge geschafft. Ich finde, klingt ganz cool, gerade mit dieser komischen Tröte. Wir werden auf jeden Fall an dem Ding weiterbauen, an Fool Seven. Das wird wieder der nächste Beat sein, den ich dann für BeatStars baue. Und EDM Beat ist auch noch am Start. Und natürlich der nächste Japan Trap Beat. Also, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Glocke, abonnieren, bei BeatStars einkaufen und bis dann.